Meine Damen und Herren, wir werden am heutigen Tag eines der größten Flugzeuge in der Weltgeschichte der Menschheit fliegen. Und zwar die Boeing 787, 747, 8 Intercontinental. Und zwar von Frankfurt nach Los Angeles. Ja, meine Damen und Herren, wir werden tatsächlich zum ersten Mal Europa verlassen und diese lange Strecke hier bis nach Los Angeles fliegen. Alter Schwede, ich bin das tatsächlich schon mal geflogen. Also jetzt nicht selber, sondern mit dem Flugzeug. Also ich saß hinten drin. Und da sind wir auch schon. Frankfurt am Main, bereit zum Fliegen. Alter Schwede, das ist auf jeden Fall ein größerer Flughafen als zum Beispiel Hamburg. Hab ich mir das gerade eingebildet? Da war doch gerade eine Person hier oben zu sehen. Das ist auf jeden Fall ein größerer Flughafen als zum Beispiel. Ey, das ist so krass. Das Flugzeug ist so groß, es hat sogar mehrere Stockwerke. Vor allem, wenn man das mal vergleicht mit dem kleinen Süßen da hinten. Das wird auf jeden Fall interessant. Ah, wunderbar. Triebwerk nicht gestartet, doch Steuerung E jetzt hier. Oh ja. Ja, da fährt was hoch. Oh. Ja, wir brauchen Pushback. Es ist so krank, wie groß einfach dieses Flugzeug ist. Oh. Ich hoffe, wir kriegen das richtig gut gestartet. Also ich habe echt so ein bisschen Respekt davor, weil es halt einfach so gigantisch ist. Weißt du, dann sitzen da die ganzen VIPs, die sitzen oben. Und der Pöbel, der muss unten sitzen. Meine Damen und Herren, wir sind bereit für den Start einer der wohl größten Passagiermaschinen der Welt. Und ich bin am Steuer. So. Zack, Alter, Start, Gashebesteuerung, drücken und halten zur schrittweise Erhöhung der Leistung. Wir gehen direkt auf, volle Pulle, let's go. Okay, wir nehmen die Hand von der Gashebesteuerung und jetzt mit ganz viel Gefühl. Wo ist denn überhaupt mein Handy? Ich wollte nämlich mal, ah, hier. Hey Siri, wie viele Passagiere passen in eine Boeing 7478? Okay, das sind die Resultate meiner Websuche. Gucken wir jetzt gleich. Oh, und ganz gefühlvoll. Nach oben. Ja, nice Ding. Ja, aber ich sehe gar nicht so viel. Let's, oh Gott. Ey, dieses dicke Ding, ne? Das ist so ein krankes Flugzeug. Wartet mal ganz kurz. Oh ne, das ist jetzt gerade nicht so gut. Cockpit. Ich mache den Autopiloten an. Automatische Schubregelung. Hä? Wo ist denn der Autopilot? Da, Autopilot aktivieren. Jawoll. Boah. Leute, Leute, Leute. So, jetzt wollte ich ja mal gucken. 747 Passagiere. Für maximal 605 Passagiere ausgelegt. Das ist gar nicht so viel. Ich dachte, dass da mindestens 1000 Leute reinpassen. Warte mal, wir sind da unter AA320neo. Ah, gerade mal 105. Aber es ist krass, dass dieser kleine Neo trotzdem so viele Leute fasst. Oh, jetzt kann ich es mir ja ein bisschen gemütlich machen. Oh, Beine hochlegen. Oh. Mini-Paluten, was hältst du denn vom Fliegen, ne? Ganz schnieke, wenn du nicht der Pilot bist. Ah, komm her, Premium-Flaschi, Alter. Schön ein reinsaufen. Ah, das könnte ich mir auch vorstellen. Leute, ich weiß, Pilot sein ist viel Verantwortung. Aber was verdient der? Hey Siri, wie viel Geld verdient ein Pilot? Okay, das sind die Resultate. Du sollst mir das doch auch vorlesen. Wie viel Geld verdient ein Pilot? Und lies es mir bitte vor. Okay. Das sind die Resultate meiner Websuche. Wie viel Geld verdient ein Pilot? Ja, aber das sollst du mir doch vorlesen. Piloten verdienen recht gut. Hier sind die Gehälter bis zu 230.000 Euro im Jahr möglich. Das ist schlecht. Ich meine, die haben ja auch die Verantwortung über die ganzen Leute in einem Flugzeug. Ach, hier, dann mach ich doch jetzt mal, warte. Ich mach mir das in meinem Flugzeug richtig gemütlich. So, schön hier die Beine hochlegen. Weil ich meine, das Ding fliegt sich doch von alleine. Ich habe doch meinen Autopiloten angemacht. Oh ja. Oh. Das bequem. Ach, ja, let's go, Alter. Das Problem ist sowieso, ich sag, wie es ist, ich habe diese Nacht richtig räudig geschlafen. Und ich fliege jetzt ja sowieso noch ein paar Stunden bis nach Los Angeles. Das dauert ja. Komm her, Mini-Paluten, wir schlafen jetzt. Der neue Bundeskanzler von Deutschland ist Paluten. Wir starten den Bau einer Atombombe. Sind wir schon da, Leute? Ich hatte einen ganz komischen Traum. Also ich weiß auch nicht, was da genau los war. Ich habe die Welt gerettet.
Meine Damen und Herren, wir befinden uns so langsam über amerikanischen Boden. Und scheinbar auch nicht. Hier ist das Meer. Aber ihr wisst, was ich meine. Warte mal. Wir gucken auf die Karte. So, da. Guck mal da vorne. Es ist nicht mehr weit. Naja, alles gut hier bei uns. Ich habe alles im Griff. Ja, ja, ich muss hier so ein paar Sachen im Bordcomputer einklagen. Hier auch nochmal. Oh, was ist das denn jetzt? Ich habe das Flugzeug ausgemacht. Transponder-Code. Ja, ja. Alles gut. Ich habe aus Versehen mein Flugzeug ausgeschaltet. Triebwerk nicht gestartet. Ja, alles gut. Leute, es könnte sein, ich habe einen Fehler gemacht. Wir haben, und das ist kein Scherz, wir haben zu wenig Sprit. Ich komme nicht bis nach Los Angeles mit meinem Sprit. Weil das Problem war, ich glaube, ich bin die ganze Zeit zu schnell geflogen. Wenn ich jetzt hier irgendwie zu Landeanflug springen möchte, für die Reise Landeanflug steht nicht genügend Treibstoff zur Verfügung. Das kann doch nicht wahr sein. Was mache ich denn jetzt? Hier ist nur Wasser. Guck mal, ich bin noch viel zu weit weg. Da, hier vorne bin ich erst. Aber das ist überhaupt kein Problem, liebe Passagiere. Wir gehen runter. Wir vollführen eine Wasserlandung. Es wird Ihnen nichts passieren. Scheiße. Was ist das für ein Klackern? Ich habe hier alles unter Kontrolle, liebe Fluggäste. Es gibt keinen Grund zur Panik. Fluggeschwindigkeit zurück. Nee, nee, es ist alles gut. Es ist alles gut. Wir werden hier auf dem Wasser landen. Ich muss das aus der anderen Kameraperspektive machen. Perfekt. Oh, das ist eine super Kameraperspektive jetzt. So, eine ganz saftige Landung. Ganz saftige Landung im Wasser. Wie kann man sich denn nur verrechnen beim Sprit mitnehmen? Da, ihr seht das da auch. Ich habe keinen Scherz gemacht. Oh, kurz, ganz, ganz ruhig, ganz ruhig. Das war schon mal ganz gut. Jetzt nochmal, wir müssen das mit Gefühl machen. Triebwerke sind aus. Wir segeln einfach nur noch. Ja, ganz ruhig. Oh, scheiße. Wir sind immer noch zu schnell. Wir müssen stetig an Geschwindigkeit verlieren. Und dann muss ich den Vogel mit ganz viel Gefühl aufsetzen. So, ich glaube, die Geschwindigkeit ist jetzt gar nicht so schlecht. Gehen so ein bisschen hoch. Genau, die Nase muss hoch zeigen, dass wir mit hinten als erstes aufdötzen. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Oh, das ist eine gute Geschwindigkeit. Wir müssen jetzt nur ganz leicht aufsetzen, weil sonst zerschellen wir einfach am Wasser. Ihr kennt das, Wasser ist wie Beton. Also, wenn man zu schnell ist. 30, das sieht gut aus. Ja, wir fliegen wieder ein bisschen hoch. Ja, warte, um ein bisschen Geschwindigkeit noch abzubauen. Jetzt die Landung. Wir haben aufgesetzt. Wir sind im Wasser, als ob. Wir sind nicht zerschellt. Wir sind nicht zerschellt. Ich wiederhole. Wir sind im Wasser gelandet, als ob. So, ich muss jetzt alles ausschalten. Kamera, Cockpit. Als ob. Engine, Luftbremshebel. So, Parking Brake. Das alles nach hinten. Triebwerk aus. Alles aus hier. Ja, die Triebwerke gehen aus. Sehr, sehr nice. Das war's. Oh, nee. Funk aus. Was habe ich denn jetzt gemacht? Scheiße. Oh Gott. Wir haben keinen Funk. Sind irgendwo mitten über dem Meer. Scheiße. Scheiße. Ah, come on, Alter. Gut. Die beiden Jungs da im Cockpit denken sich auch nur, Scheiße. Aber würde so ein Flugzeug jetzt nicht eigentlich untergehen? Oder würde es tatsächlich so wie jetzt treiben? Weil wir treiben ja. Junge, einfach freaking rough. Okay, Leute, das war's mit unserer kleinen Notwasserung auf hoher See. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich wünsche euch allen jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.